Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zum entspannten Rücken. Wir wollen unseren Rücken heute entspannen, vor allem auch den unteren Teil, denn der untere Teil ist der Teil, wo die meisten Rückenschmerzen auftreten. Und um diesen Teil zu entspannen, gehört dazu, dass wir unsere Hüftgelenke bewegen, dass wir auch die Brustwirbelsäule bewegen und natürlich die Faszie im unteren Rücken etwas entspannen. Viel Spaß. Immer so mitmachen, wie du dich wohlfühlst. Es soll wirklich gut tun. Stell deine Füße erstmal auf vor dir. Nimm deine Fußsohlen zusammen. Und jetzt versuche, deine Unterschenkel einmal zu fassen. Richte dich auf, atme ein. Und wenn du jetzt ausatmest, dann kippst du ganz leicht mit dem unteren Rücken nach hinten ab. Und mit dem Einatmen richtest du dich nochmal auf. Ganz entspannt. Rund werden und einatmen, dich aufrichten. Immer in deinem Tempo. Es gibt jetzt kein so, ist gut, das Tempo muss sein, sondern versuch ruhig mit deinem Atem zu arbeiten. Ausatmen, zurück. Einatmen und aufrichten. Bleibe dann nochmal, richte dich auf, nimm deine Hände jetzt nach vorne und lass deinen Oberkörper einfach nach vorne hängen. Du darfst deine Hände auch gerne neben deine Füße legen und versuch, dich auch ein bisschen festzuhalten vielleicht erst und dann ganz locker nach vorne dich hängen lassen. Deinen Nacken entspannen, deinen Schultergürtel entspannen und dich wirklich fallen lassen. Spür, wie du mit jedem Ausatmen etwas tiefer sinken kannst, lockerer lassen kannst. Nase ein, Mund aus, mit jedem Ausatmen tiefer. Atme aus, drück dich langsam wieder nach vorne, nach oben, in die Aufrichtung, deine Knie etwas schließen und dann fass deine Oberschenkel und komm entweder über die Seite in die Rückenlage oder du lässt dich hier mit Unterstützung langsam in die Rückenlage abrollen. Deine Arme rückseitlich, deine Füße breiter wie deine Hüftgelenke. Und jetzt lässt du deine Knie einmal nach rechts kippen. Hüftgelenksmobilisation. Nimm deinen Kopf auf die Gegenseite. Komm nacheinander wieder zurück und komm dann zur anderen Seite. Kopf zur Gegenseite. Wieder nacheinander zurück und geschlossen zur anderen Seite. In deinem Tempo. Langsam wieder zur Mitte zurück. Streck einmal deine Beine nach unten, rechts und links nacheinander. Und jetzt schiebst du deine rechte Ferse weg von dir und deine linke. Beweg dein Iliosakralgelenk. Fußspitzen anziehen und Fersen im Wechsel nach vorne schieben. Du kannst auch die Füße etwas mehr öffnen. Spür etwas weiter oben dann diese Entspannung.
Pendel dich wieder zur Mitte ein. Füße nacheinander aufstellen. Immer nacheinander, dann ist der Schwung nicht so groß für den unteren Rücken. Jetzt stellst du das rechte Bein gekreuzt über das linke und holst dein linkes Bein. Entweder reicht dir so die Dehnung oder du ziehst dein Knie ran. Fass deinen Oberschenkel und drück dein Knie so ein bisschen nach außen weg. Das ist im Unterschenkel ganz locker. Knie nach außen schieben und die Dehnung im Gesäß, Hüfte spüren. Und auch hier mit jedem Ausatmen das Gefühl haben, du kannst dein Bein ein kleines bisschen näher zu dir heranziehen. Löse nochmal auf, stell links auf und jetzt Arme seit und lass dein rechtes Knie auf den Boden runtersinken, Kopf nach links. Versuche in den Bauch zu atmen, mit jedem Ausatmen so ein bisschen weiter dich fallen zu lassen. Drück dich vorsichtig wieder zurück zur Mitte. Stell deinen rechten Fuß auf und lass ihn am Boden stehen. Vergleiche vielleicht auch jetzt einen Moment deine Hüfte, deine Hüften. Vergleiche auch mal rechts und links die Seite, Rücken. Und ob du tiefer liegst mit einer Gesäßhälfte, gefühlt. Dann kreuzst du dein linkes Bein. Entweder reicht dir die Dehnung hier, drück dein linkes Knie nach außen oder du ziehst den Oberschenkel ran, fasst ihn und versuchst auch hier wieder mit jedem Ausatmen ein Stück weiter zu ziehen. Dann stell den rechten Fuß auf, nimm deine Arme zur Seite und lass jetzt dein linkes Knie auf den Boden. Kopf schaut nach rechts. Hier mit jedem Ausatmen weiter entspannen, lockerer lassen. Und dann drückst du dich vorsichtig wieder zurück und löst, stellst das Bein auf. Vergleichst nochmal. Vielleicht merkst du jetzt schon eine Entspannung, Kreuzbein, unterer Rücken. Jetzt ziehst du deine Knie nochmal ran, fasst die Oberschenkel, hol sie dir einmal her zu dir. Und lass ruhig die Knie jetzt mal nach außen kreisen und wieder zur Mitte. Merkst auch schon mit der Bewegung, massierst du etwas den unteren Rücken. Du drückst ihn auf den Boden, löst ihn nochmal und dehnst, wenn du ranziehst, deine Faszie im unteren Rücken etwas auf. Dann bleibst du unangezogen. Und jetzt nimmst du die Unterschenkel zur Decke. Versuch mal, deine Oberschenkel jetzt nach außen zu ziehen. Gesäß bleibt auf dem Boden. Und zieh deine Ellbogen in Richtung Boden.
Wenn das mit beiden nicht geht, mach das ruhig erstmal mit einem Bein. Das würde dann so aussehen. Und drück ruhig auf Pause, wenn ich dir dann zu schnell bin. Und wenn du kannst, fass du hier deine unteren, deine Fußsohlen, muss nicht sein. Und ziehst deine Knie in Richtung Boden. Spür den Hüftbeuger, das ist vorne der Muskel. Oberschenkel, der gerne viel zu kurz ist und dann das Becken oder den Rücken in ein leichtes Hohlkreuz zieht. Mit jedem Ausatmen auch hier ein Stück weiter, ein Stück tiefer mit den Knien. Dann atme wieder aus und löse. Stell die Füße nacheinander auf. Und jetzt darfst du deine Beine einmal rutschen lassen nach unten. Arme neben den Körper und schließe ruhig einmal deine Augen und spür, wie du jetzt auf dem Boden aufliegst, wie vor allem auch der untere Rücken liegt. Spürst du, dass dein Gesäß auf dem Boden liegt, wahrscheinlich dein oberer Rücken, Schulterblätter, Schultergürtel und dein Kopf, Arm und Beine. Und im unteren Rücken, da hast du so ein bisschen Luft, die normale Lordose deiner Wirbelsäule. Und vielleicht merkst du auch, dass du leicht angespannt bist. Versuch jetzt mal mit dem Einatmen ganz leicht deinen Bauchnabel in Richtung Decke zu ziehen und den Rücken noch mehr in eine Lordose zu ziehen. Und mit dem Ausatmen lässt du einfach los. Lässt die Spannung raus. Einatmend hol dich noch weiter in ein Hohlkreuz. Und mit dem Ausatmen lässt du einfach nochmal los. Ohne jetzt den Rücken runterzudrücken. Einfach nur die Spannung rauslassen. Spüre also beim Einatmen, wie du Spannung aufbaust im unteren Rücken. Und spüre, wie du beim Ausatmen die Spannung wieder löst. Noch einmal. Und dann lässt du dich völlig entspannt wieder auf den Boden sinken. Und lässt jetzt den Rücken in dieser entspannten Position. Merkt ihr auch einfach dieses Gefühl, wie fühlt sich's an, wenn die Lendenwirbelsäule entspannt sein darf. Und dann darfst du dich langsam wieder bewegen, deine Hände, deine Füße. Kannst dich auch mal strecken und räkeln. Und dich noch lang ziehen und deinen Rücken so richtig durchbluten, indem du dich rechts und links richtig streckst und räkelst, deine Faszien lang ziehen. Stell die Füße nacheinander auf und lass dich jetzt auf die Seite kippen und über diese Seite drückst du dich ganz langsam wieder nach oben. Bleibst noch einen Moment sitzen, ganz egal wie. Es hat sich entweder im Schneidersitz oder stell die Füße nach vorne auf. Also egal wie, ich bin nur ein bisschen seitlich zu dir. Lass deinen Rücken da nochmal bewegen. Vielleicht kreist du ihn auch, wie es angenehm ist. Auch Richtungswechsel ganz locker. Kommst wieder zur Mitte zurück, richtest dich auf, machst mal deine Hände so richtig schön warm. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Ich freue mich über ein Gefällt mir unten oder einen netten Kommentar, wenn es dir jetzt gut geht, wenn es deinem Rücken jetzt gut geht. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, mach das, es ist kostenfrei. Mein Kanal abonnieren, es geht da rechts unten. Einfach mal mit der Maus draufgehen, dann findest du den Button.
Wenn du jetzt warme Hände hast, dann reibst du jetzt mit warmen Händen deinen unteren Rücken ab. Du kannst ihn auch so ein bisschen abklopfen mit den Handrücken, aber dieses Reiben wirkt Wunder, finde ich. Das kannst du natürlich auch hier oben machen. Wenn du oben so ein bisschen massierst, dann immer von oben nach unten streifen. Und so richtig ausstreichen. Oder deinen Nacken einfach mal selber massieren mit den warmen Händen. Das ist immer ganz schön. Dann löst du nochmal. Wenn du weitermachen möchtest, auf Pause drücken und noch ein bisschen weiter massieren. Kreis die Schultern. Richtig locker. Atme nochmal ein. Atme aus. Und dann nochmal ein und streck dich. Und wir hören natürlich aufrecht auf. Wenn wir aufrecht stehen, ist der Rücken immer entspannter. Und atme aus. Löse. Sehr schön. Wie gesagt, ich hoffe, du fühlst dich jetzt wohl. Dein Rücken fühlt sich gut an. Falls du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, was ich hier so mache, mich zu unterstützen, freue ich mich riesig. Den Link findest du unter dem Video bei Mehr Ansehen draufgehen. Mach hier eine Seite auf und dann steht da deine Unterstützung. Mit 2,50 Euro zum Beispiel im Monat könntest du mich unterstützen oder 5 Euro oder 10 Euro, ganz was du willst. Wenn du auf meine Homepage gehst, da ist dieser Link auch gleich auf der ersten Seite, gabi-fastner.de, so ein roter Button. Vielen, vielen Dank. Und wenn du noch mehr Rückenvideos sehen möchtest, geh auf meinen Kanal und geh da auf Wirbelsäule, dann kommst du auf die Playlist Wirbelsäule und da findest du ganz viele Videos für deinen Rücken. Oder ganz einfach, bis zum nächsten Mal.